Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in 7 Days to Die. Herzlich willkommen bei Abonacho und da haben wir Nicole Xyron-Tour. Hallo. Und da haben wir Wegwei. Und zusammen heißt das Ganze dann 7 Days to Die Friends. Sehr schön, das ist mal ein ganz anderer Anfang. Ey, Xyra, das war ein Witz, ne? Die war, deine Waffe hatte höchstens noch 10% von dem Schaden gemacht, den sie normalerweise macht, ne? Die war nur noch halb voll. Also guck doch mal auf die Tooltips dann. Ja. Also du sagst, die geht noch. Wenn du die runterschießt bis 0, dann brauchst du 100 Schuss, wo du vorher nur 2 gebraucht hättest. Wie viele Pfeile? Das ist wirklich ein dramatischer Verfall. Wie viele Pfeile habt ihr jetzt von den Steel Crossbow Bolts? Pfeile habe ich noch 62. Ich habe noch 170, also nimm ruhig. Also du? Abgeben. Nimm die aus der Workbench raus. Die müssten da. Habe ich gerade, deswegen habe ich gefragt. Dann müsste Nicole nämlich jetzt welche kriegen. Ja. Nicole? Ja. Dann kommen wir wieder einmal zu mir. Du hast gesagt, du hast etwas über 60. Ja, ich muss hier gleich nochmal den Schreibtisch von Well umbauen. Das ist noch nicht so, wie ich das gerne hätte. So, dann gebe ich dir nämlich... Du bist unten im Lager. Hier. Hi. Bitteschön. Dann hast du jetzt auch etwa um 120. Danke. Ich bin das Buch. Ja, okay. Bat muss wiederkommen. So, und ich wollte eben Exploding Crossbow Bolts bauen, aber ich habe das Buch nicht mal gelesen. So. Geht gar nicht. Unten mal bitte alle nach draußen, beziehungsweise weg, weil wenn du gleich im Bunker bist, gehst, wolltest, wie auch immer, dann solltest du dich schon mal entsprechend hinstellen. Und wenn die Zombies bei uns sind, dann kannst du dich im Bunker reinstellen, wenn du möchtest. Ja. So. Durchgeladen ist alles. Verdammt. Und irgendwie haben wir keine Zombies. Die kommen von Osten. Vom Haupteingang aus kommen sie. Ja, was machen die denn jetzt ausgerechnet da? Also das ist ja, dann lass uns, warte, dann... Möchtest du durch? Komm, ja, aufs Dach rüberlocken, ins U locken. Hatte ich ja gerade gedacht. Ja, da sind sie doch. Boah, scheiße, ich sehe nur noch Hunde da draußen. Wo sind sie denn? Ja, überall. Ja, ich sehe. Ja. Eigentlich wollte ich ja, genau dahin, wo ich jetzt auch bin. Das ist doch super. Also eigentlich von drinnen, aber... Ich gehe rechts. Da haben wir schon mal ein Feld. Ich bin hinter dir. Ausgerechnet, so, wo du einen Bunker ausprobieren willst, da gehen sie dann in unsere nette Falle, ne? Ja, das ist okay, dann bleibe ich halt hier. Ja. Ist ja auch schön. Ja, ist ja schön hier. Lebst du jetzt noch oder nicht? Ja, ist doch schön. Es ist endlich, laufen sie mal ins Blut. Ja, endlich mal, ne? Besser können sie ja gar nicht kommen. Eigentlich nicht, nee. Bei meiner Probehorde sind sie aus einer ganz anderen Richtung gekommen. Oh, eine Kreischerin. Die müssen wir abholen. Wo denn? Ja, wenn ich das wüsste. Ich sehe keine. Ich habe eine gehört. Ja, hören tue ich auch eine. So. Der lebt ja immer noch. Oh, Specki muss hier mal weg. Die spawnt ja so lange, bis sie tot ist, ne? Naja, die müssten wir nur dann irgendwie auch mal wissen, wo die ist, ne? Das alte Vieh. Okay, ich glaube, der Dicke ist tot, ja. Ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn die immer stehen bleiben. Oh, da ist, da ist so ein dickes Elend. Da sind mehrere dicke Elend. Mhm. Kommt mal weiter ins U rein. Dann können wir die nämlich von zwei Seiten besser gezielter angreifen. Die bleiben ja hier am Stacheldraht hängen. An uns liegt es nicht. Ich geh mal rüber zu Avo auf die Seite von dem. Ja. Vielleicht fühlen sich da ein bisschen benötigt, auch mitzumachen. Ja. Oh, die hat aber mindestens eine 3,8 gekriegt. So schön, wie die geflogen ist. Wo denn? Ich einen Spucker von links. Ja. Da ist er. Hui, da fetzte ein Kopf. Ich mag das. Mhm. Die explodieren echt nett. Ja. Ach, der ist schon tot. Der steht dann nur noch so. Oh ja, jetzt ist er kopflos. Ein wenig. Was macht der runter? Och, der. Der Spiel, der will nur rein. Spielen. Jetzt nicht mehr.
Es ist so böse mit mir. Immer sowas, der will mir spielen. Und dann frisst er einen doch. Nicole? Ja? Gucken, ob du beim Gitter auch ein bisschen zurückgehst, mehr ins Umbein, damit sie mehr in die Mitte reinkommen. Ich komme mal rüber zurück. Ja, weil momentan ist ganz haben sie, viel Platz. Ja, momentan haben die sich ja sehr auf dich fixiert gehabt. Ja, das, ne? Liegt an meinem Hintern. Die haben halt Geschmack, wollte ich gerade sagen. So. Okay, Weltbest. To. Eindeutig. Bin ich nicht weiter. Guckst du mal, da ist einer nach links abgehauen. Ja, ein zweiter versucht das auch noch. Ob der jetzt tot ist oder nicht? Nee, dann nach links unter dem Gitter ist einer abgehauen. Ach so, ja, der unter mir, okay. Okay, jetzt definitiv tot. Mhm. Au, das hat mich hier gerade. Oh, Hornisse. Wo? Hier bei uns jo. Ist einer. Da ist er gewesen. Ja. Blutet zum Glück nicht, ich sollte aber noch schnell was. Ich hätte jetzt trotzdem so gerne einen explodierenden Frostball, wo ich. Das wäre eine feine. Achso, du warst direkt hinter mir. Ja, ich war direkt. Ah, so meinte ich das nicht. Die da hinten stehen, sind wahrscheinlich alle tot, ne? Dann gehe ich jetzt mal hin. Die sind bei mir alle kopflos, also sollte man davon ausgehen. Wo seid ihr? Ich muss mal Fotos machen. Ach, ist das nicht schön. Ja, der ist niedlich hier vorne. Hier kann man doch seine Nacht verbringen. Mhm. Bist du mit Feuerwerk? Oh, unter dir ist ein, genau. Ja, so. Bei dem bin ich schon seit 5 Minuten bei oder so. Ach echt? So, ja. Soll ich helfen? Das kannst du gerne machen. Ich meine, hast du eine ordentliche Reichweite. Dann mag Ideen und ich hole die anderen auch noch ein bisschen rüber. Das sieht aber auch aus hier. Wie bei Netflix, ne? Unterm Sofa. Absolut. So, unter euch ist auch noch so einer. Kirchnerweise. Wobei, ich muss ja zugeben, ich habe neulich mal wieder so Couch und Schränke abgerückt, um dann auch dahinter überall zu saugen. Das mache ich dann jedes Mal, wenn ich sauge. Okay. Und habe ich auch gedacht. Herzlich willkommen bei Frau Hempel persönlich. Was alleine der Hund alles da drunter gespiegelt hat. Soll ich mal ein paar Waffen von euch reparieren, weil mein Balken war schon ganz gut wieder unten. Ne, bei mir geht's eigentlich. Echt? Ich kann sagen, dass es Zweifel weniger. Auf der anderen Seite kannst du mit der Magnum auf die Stelle wieder schießen. Ich denke, daran wird es auch liegen. Hm. Ach, der ist doof hier, der Ferrari. Wo ist denn der Bulle? Ach, der unter dir. Nee, unter dir ist einer. Ja, der will nicht doof hier, der Ferrari. Nee, ich meine den Polizisten unter dir. Ach, den kriegen wir schon hin. Unter mir ist keiner. Unter Xura vielleicht. Unter mir ist keiner. Ach, ist Nicole jetzt vorne, okay. Ja, wir haben hier fliegenden Wechsel. Ja. Deswegen, hier soll ja nicht langweilig werden. Du sollst dich ja noch konzentrieren. Deswegen hatte ich mich jetzt da hier hingestellt. Das war zumindest von zwei Seiten auf. Ich glaube, die Ferrari können wir uns aufheben. Spider und noch ein Ferrari. Ich weiß noch, wer jetzt lebt und wer schon tot ist. Die Ferrari sind die meisten noch lebend. Also ist eigentlich relativ einfach. Das, was zappelt, das musst du erschießen. Ja, manchmal. Einige stehen hier bei mir halt auch, obwohl sie tot sind und zappeln noch rum. Das, was steht und zappelt, ist meistens tot. Voila. Der hat einen Ferrari doch irgendwie leicht festgehangen. Also unter mir, die sind auch nicht so lustig, finde ich. Warte mal. Nee, direkt drunter finde ich immer so ein bisschen blöd. Ja, der ist deswegen, ich weiß nicht, was der hier macht hier. Dirty Dancing oder so. Vielleicht keine Ahnung. Sein Lieblingsfilm. Yeah, Kopf getroffen. Wow, das sah aber schluss aus. Oh. Wo ist denn hier ein Spucker? Hinter den Bäumen. Und da kommt er. Da ist er. Im
interessant ist, dass die alle zu euch gelaufen kommen. Ja, das, ich weiß auch nicht. Also bei mir, die übersehen mich gleich. Ich bin so dünn, die übersehen mich einfach. Oh, der Polizist, der möchte mich jetzt aber mal. Der will mir Strafe geben. Wenn du mit einem Westernmantel bekleidet wärst und darunter nur Unterwäsche anhättest und dann noch weiblich, dann würden sie vielleicht auch zu dir kommen. Ich guck nur gerade mal zu Xyra hoch. Jetzt weiß ich, wo der Fehler ist. Sexy, wa? Ich gehe mal ein bisschen nach vorne. Ach da, eine ganze Menge bereits. Und die machen unsere schöne Betonmauer gerade kaputt. Ja, die sind ganz kräftig dabei. Mhm. Machen sie? Ja. Oder von drinnen aufwerten oder so? Ich will die jetzt noch nicht töten, weil die will ich halt ganz gerne looten. Aber das U, das wirkt ganz gut, ne? Ich könnte mich doch hier schon mal mit Woodframes eben runterbauen, von innen, wenn das geht. Also, ich will das mal. Und vielleicht mal so ein paar Verreiz looten da hinten. So. Da haben wir Kriecher. Ja, das ist jetzt so der letzte Rest, der da ja kommt. Oh, die haben auch hier unten bei uns am Eingang ganz schön was kaputt gemacht. Ja, so ein bisschen die haben Holz. Ganz schön gewütet diesmal. Die kommen hier unten rein. Weil die zu blöde sind, da hochzulaufen, die Komiker. Okay, dann versuch mal was. Wie komme ich hier überhaupt wieder rein? Gibt es da auch einen Eingang von vorne? Ne? Ja, doch, da wo die Zombies sind. Ja, wie wieder ins Haus gekommen von oben. Muss ich mal eins drum machen, ne? Nee, wir haben tatsächlich nur einen Eingang hinten. Okay. Aber du kannst ja so übers... Nee, kommst du nicht hoch, ne? Sonst hätte ich gesagt, übers Dach stiefeln. Ja, geht schon. Hier jetzt noch irgendwas, was... Ja, da ist noch ein Kriecher und ein Verreinkriecher auch noch. Kann ich vorne mal aufmachen? Ja, ne? So wie es aussieht, ja. Ja. Auch ein schönes Bild. Fallen dir schon die Leichen entgegen? Oh, da rechts ist noch irgendwie einer, wer? Da habe ich noch einen gehört. Oh, ein Ferrari, ja. Der haut sich durch die Blöcke. Das unhöfliche Miststück. Das ist schlimm mit den Viechern. Ja, also immer anderes Eigentum zerstören, weißt ja du? Da soll er mal einen Schritt mitkommen hier. Voilà. Ja, man kann auf Spikes leider nichts looten. Das geht nicht. Das ist das Problem. Ja, das ist nicht so. Wenn eine Leiche auf Spikes liegt, kannst du sie nicht mehr looten. Oder ich, das liegt an mir. Ich glaub nicht. Schießen wir ihm noch eine Kugel in den Hintern. Und dann geht das wohl. So. Mann, ist hier was los. Dann steige ich jetzt mal auf Pfeile um. Auch auf Stacheldraht. Ich kann ihn da nicht lösen. Da wollte jetzt aber noch einer zu dir rüber. Anzeige. Wir müssen den ganzen Stacheldraht weghauen. Das mache ich jetzt auch mal. So, auf den Stacheldraht müsste es eigentlich gehen. Ja. Also jedenfalls nicht, wenn ich auf dem Frame, auf dem Woodframe stehe. Keine Chance, komme ich nicht an. Ich weiß auch nicht warum. Dabei ist die Höhe jetzt gar nicht so doof. Oh, ein AK-47 Receiver. Ja, das ist doch gut. Also hier hinten ist... Militärhandschuhe. Auch schön. Überlebe ich das, wenn ich hier jetzt zu dir runterhüpfe, Well? Ja. Direkt aus Holz, ja. Ja, vielleicht. Ich denke... Ja, mir geht's gut. Ich habe mich sogar sanft abgefedert. Mhm. Also hier hinten da, wo ich jetzt bin, die meisten Zombies hier, die sind schon geplatzt. Falls jemand einen Feral sieht... Hier, direkt vor meinen Füßen. Ja, hier ist auch noch einer. Direkt zu meinen Füßen liegt noch einer. Ein gelbes Sniper-Rifle, ein vollständiges. Ah, schick. Cool. Wir hatten von euch mal kurz Zeit und guckt hier sich mal diesen Fell an. Den was? Den Fell hier zu meinen Füßen. Wo bist du denn? Immer noch auf der Brüstung im Süd. Ach so, ich dachte, du bist auch da und blutest schon mit oder so. Nee. Ich achte darauf, dass da nichts mehr kommt. Hat man letztes Mal auch. Einer bleibt immer oben. Den hier, ne? Ja. Ja. Ach so, und den anderen da auch, ne? Stimmt, da ist auch noch einer. Siehst du, müssen wir auch. Hast du zufällig noch Dingens in der Tasche? Scrap Iron, dann kannst du die beiden
Blöcke nämlich direkt mal wieder einmal nach oben machen. Oh, sehr schön. Magnum-Parts in Lila. Ja, ich hab Orange. Nee, ich hab kein. Ich hab. Nee, drei Scrap-Eisen. Ja, die hab ich. Ich hab jetzt auch gerade keine mehr. Die brauchen wir nicht. Das können wir scrappen. Das können wir scrappen. Das Fleisch brauchen wir nicht. Aber jetzt haben wir mal gesehen, was das U kann. Und ich würde sagen, das ist gar nicht mal übel. Es hat bestanden, sagen wir es so. Ja. Habe ich eine Ranch dabei, dann kann ich hier gleich schon mal reparieren. Eine Ranch habe ich ja. Ich habe gerade keine dabei. Ich bin sehr unvorbereitet. Da wird jetzt aber auch definitiv nichts mehr nachkommen, von daher komme ich auch mal runter. Nö, hier kommt nichts mehr. Das würde ich auch mal so sagen. Ja. Jetzt muss ich doch mal ein Medipack oder sowas anwerfen. Ich bin ja wieder ein ganz Schlauer. Wieso, was hast du gemacht? Mich mit einem Stacheldraht angelegt. Oh, das kenne ich. Du frierst auch. Das tue ich immer. Die 32 Grad sind ja nicht mehr da. So, wo muss denn repariert werden? Überall. Überall, ich wollte gerade sagen, überall. So ein bisschen da und ich habe keinen Beton. Ja, aber es ist halt nicht viel, also ne, das ist ein Stacheldraht halt wieder, ne, so. Aber ja, du hast mal wieder Zeit. Klar, Stacheldraht natürlich immer, aber im Endeffekt, also wenn man die Hordengröße sieht, hat sich das mehr als bezahlt gemacht, also von daher alles gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Da und... Die nächste Horde, die werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr in der 14 erleben. Au, 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 ich weiß es nicht. Ich hab, Matt Mole hatte im Forum geschrieben, It's done when it's done. Stabile kommt am 15. Dezember. Okay. Oh. Das ist ja noch ein bisschen... Da kein Smiley hinter war. Und aber sonst auch niemand aus dem Forum auch sich irgendwie was darum geschert hat. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Gag war oder nicht. Auf der anderen Seite hat er geschrieben, dass sie die experimentelle Version, die machen das jetzt wie ein Subnautica, ne? Mhm. So machen sie, glaube ich, schon etwas länger, dass es eine experimentelle Version gibt, dass sie so um den 15. September rauskommen soll. Aber du weißt ja, der Mann ist... Also ich gehe jetzt einfach... Ist ja kein Freund großer Worte und kommuniziert ja auch irgendwie nicht so richtig. Irgendwie, wenn er was schreibt, kommen ja immer nur so Sprachfetzen von ihm rüber. Ich meine, aus ein paar Sätzen von ihm rausgelesen zu haben, dass es sein kann, dass sie das so handeln, wer die Alpha 15 schon, also die experimentelle soll, wenn sie rauskommt, ungefähr so stabil oder instabil sein wie sonst die Alphas. Also mit so vielen Bugs, wie sie halt immer haben. Und oh, wenn die stabile rauskommt, soll die auch wirklich stabil sein. Ah, okay. Und von daher, also es könnte ja sein, dass sie genau dasselbe Ziel haben wie die Subnautica-Programmierer. Da kannst du die experimentelle spielen, kriegst jeden Tag 4 Updates. Die das Spiel meistens nicht kaputt machen. Bei 7 Days sagen sie extra, es kann sein, dass ihr alle 10 Minuten ein Update kriegt, wo ihr neu starten müsst. Das sagt er vielleicht nur vorsichtshalber, aber ich weiß nicht, vielleicht arbeiten die Jungs auch so. Du steckst nicht drin, ne? Bevor du es nicht ausprobiert hast. Ne? Mhm. Also vielleicht machen sie das ja nicht so, dass sie sagen. Weil... Na guck, das hatte ich durch die Google-Übersetzung ein bisschen anders verstanden gehabt. Also er hatte nur einen einzigen Eintrag, wo stand wirklich 15.12. fix drin als Termin. Mhm. Kann ich mir halt insofern relativ schwer vorstellen, es sei denn, der will jetzt wirklich so lange ein eigenes Let's Play machen mit der 15. Aber das wird dann irgendwo auch keinen Sinn ergeben, weil dann die 15 irgendwie, glaube ich, keiner mehr spielen will, ne, weil die dann auch schon altbekannt ist. Ja, du setzt voraus, dass, also ich weiß, dass von meinen Zuschauern sehr viele eben nicht Subnautica in der experimentellen Version spielen, weil es kommt auch häufig die Frage, wieso hast du das denn schon drin? Also die kommt wirklich sehr häufig die Frage. Mhm. Vergeht eigentlich keine Woche, wo ich die Frage nicht kriege. Und dann dachte ich mir, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, so, wenn man es 20 Mal beantwortet, müssten es mal alle irgendwann mal so mitbekommen haben, aber nö. Von daher... Wird das bei 7 Days auch nicht so sein? Vielleicht war es ja auch ein Witz mit Dezember. Irgendwie. Vielleicht kommt die ja in 2 Wochen raus. Ich gehe tatsächlich mal eher von Witz aus. Ich hatte das ja mit den, ich glaube, ich habe das bei mir auch angesprochen gehabt, also in der letzten Woche in den Single-Dingern. Oder in der vorletzten Woche sogar schon, wo ich das so verstanden hatte, dass
er sich für die experimentelle Version die Leute halt sehr genau aussucht, weil er dann natürlich eben auch erwartet, dass Bugs berichtet werden. Die suchst du nicht aus, die kannst du einfach kannst du mal runterladen, kannst du ins Team einstellen. Rechtsklick-Eigenschaften, Beta-Teilnahme, experimentelle Version, da wird keiner ausgesucht irgendwo so. Ja, so hatte ich das durch die Google-Übersetzung verstanden und das auch entsprechend erwartet von den Leuten, ja, dass die natürlich sich dann auch die Arbeit machen, die Bugs, die sie finden, zu melden. Das ist ja schon schön. Weißt du, was ich von einem Entwickler erwarte? Dass er nach 3 Jahren die Grundzüge seines eigenen Spiels kann. Hast du dir mal zugeguckt, wie der spielt? Ja. Als hätte das Spiel noch niemals in seinem Leben vorher gesehen. Ja. Also das habe ich mich auch so ein bisschen lustig drüber gemacht. Das ist jetzt nicht wirklich... Das ist, über schlechtes Gameplay, ne? Weil ab und zu landet bei mir auch mal ein Kommentar, du spielst das seit 3 Jahren, ich habe das Gefühl, du rührst es zum ersten Mal an. Ja, aber... So, so teilweise hast du... Das jetzt nicht haben, aber... teilweise hast du echt gedacht, okay, warum macht er das? Er weiß es doch eigentlich besser. Also wenn man nach 11 Tagen noch nie meinen Schlafsack gecraftet habe, hinterfrage ich aber schon den Sinn an der Sache so ein bisschen. Du, das habe ich ganz bewusst jetzt in meinem Private Game auch nicht und ich bin auch ehrlich gesagt sehr gut ohne dem zurechtgekommen. Ja. Zumal er jetzt ja Dead is Dead spielt. Du bist da aber also auch in einer Hausnummer. Ja, es gibt ja jetzt wohl eine neue Variante, so wie ich das verstanden habe. Also man kann das so einstellen, dass ein Tod gleich Tod bedeutet. Ich glaube nicht, dass er das einstellen kann. Ja. Du hörst einfach auf, dann zu spielen. Aber da der sowieso auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt. Ja, tut er, ne? Eindeutig. Du kannst mit 3 Schlägen keinen Hund mit einer grauen Steinaxt töten. Das funktioniert einfach nicht. Irgendwie. Und auch nicht mit einem Steinfall am ersten Tag mit einem Schuss einen Zombie killen. Nee, das geht auch nicht. Nein, das sind die Scavenger-Einstellungen. Da kannst du davon ausgehen. Da gehe ich stark von aus. Ja. Jo. Aber ich habe auch gerade gesehen, wir haben schon 21 Minuten rum. Ach, das macht nichts. Nö. Ja, eigentlich macht das nichts, ne? Weil wir haben jetzt 2 kurze gehabt und wenn die jetzt mal 25 Minuten ist, aber jetzt, wo du es erwähnt hast. Naja, ich sag das jetzt deswegen, fängt die WoW-Uhr, die fängt tick-tack, tick-tack. Genau, das ist. So. Der Ruf der Horde. Ja, was denn? Woher weißt du, dass ich Horde spiele? Ich hab's einfach mal vermutet. Ich glaube nicht, dass der Herr Bad in Trouble sowas so einen verweichlichten Allianzler spielen würde. Ganz ehrlich, ich habe einen Allianzler angefangen, weil er nur Allianz spielt. Er mag die Horde nicht so. Echt? Und ich liebe die Horde. Hätte ich nicht. Wo haben wir denn? Ah, dann kann er ja gar keinen Blutelfen spielen. Nicht so viel, ne? Warum möchtest du, dass er einen Blutelfen spielt? Also er hat auf der Horde tatsächlich einen Blutelfen und zwar einen Hunter. Nein, ein Hunter und Blutelfen, das ist ja geil. Alle Klischees in einem Haufen, wie schön. Ja. Ich hab's ja auch ein paar Jahre gespielt. Ich sag jetzt da nichts, weil nicht, was man über Blutelfen sagt, weil wenn ich Kommentare in der Art in meinen Kommentaren kriege, dann sage ich auch, Leute, ey, so geht's nicht irgendwie. Insofern, ich kann's ja trennen, sag ich mal, ne? Wann Spaß ist und wann man irgendwie einen blöden Sprachgebrauch hat irgendwie, aber ja. Ich möchte das jetzt hören. Nee. Wir sind in Kommentaren finden. Schreiben andere. Könnt ihr auch gerne machen. Passt schon. Ich hab's lame. Ich glaube, mittlere Kiste. Ich habe gefunden, danke. Okay, klei. Aber wollte eigentlich irgendwas gesagt haben und uns erzählt haben, warum es auch ganz gut ist, wenn wir die Folge jetzt beenden. Da habe ich dich unterbrochen. Ja, weil jetzt muss halt noch Zement gemacht werden und Stacheldraht und alles hergestellt werden. Und naja, es wird halt jetzt viel, hergestellt, was wir jetzt anschmeißen. Und ansonsten haben wir jetzt quasi erstmal gerade ein bisschen Langeweile. Ich fange jetzt oben erstmal ein bisschen mit Deko an. Also wir haben eine Sitzecke schon mal und wir haben schon mal den Anfang einer Küche. Also wir haben den Anfang eines Wohnzimmers und den Anfang einer Küche. Also und wie gesagt, Welts Schreibtisch steht schon. Das gucke ich mir jetzt auch eben noch an. Und dann wäre mein Vorschlag, wir bringen das da draußen kurz auf Vordermann. Und dann machen wir direkt mal einen Ausflug. Richtig. Also entweder heute noch oder am nächsten Tag, wenn es wieder hell wird. Ah, ist das schön. In die Stadt Sachen besorgen, ne? Jo. Aber warum hast du die Couch so in die Ecke gebraten? Wieso denn nicht? Weil ich das recht schön fand, wenn man denn mit den Fackeln da so ein bisschen Hintergrund beleuchtet hat. Was willst du denn dahinter bauen? Nix. Ich fand das dann so schön hier vorne mit dem weißen Streifen vor der Couch. Das hat so ein bisschen was von Teppich. Ja, das stimmt. Achso, ich habe vergessen, deinen Stuhl noch umzustellen. Moment. Macht nix. Ach, guck mal. Mit der Axt.
keine Angst, deinem Stuhl geht's gut. Finde ich aber. Bei Ikea. Moment, ich stelle mal eben den Stuhl um und gehe mit der Axt durch. Das wäre schön, das müsst man mal aufnehmen. Ich habe mich schon mal in die Ecke gelümmelt. Mhm. So. Sieht mir so aus, als wärst du auf den Sprung, muss ich sagen. Ja. Ja, das ist eine Sprungfeder, die da unten drin ist. Konnte man sie nicht, man konnte sich doch hinlegen. Genau, Nisse. Ja, die ist jetzt wurscht. Jetzt, Tag der offenen Tür ist vorbei. Wo konnte man sich denn hinlegen? Konnte man gar sich nicht hinlegen? Nein. Echt nicht? Nein. Ich wollte mich hier jetzt lang machen. Nein. Nee. Der eine massiert mir die Füße, der andere krault mir den Nacken. Die wollten das mal irgendwie einbauen, dass wenn man auch sitzt, dass man dann schneller heilt und so und auch einen Beinbruch schneller heilt. Das war mal irgendwie so in der Alpha-9-Gespräch. Ja, cool, ne? Aber ist nichts draus geworden, glaube Also, Nicole, wir hatten doch unseren Spaß beim letzten Mal. Warum soll ich dir jetzt noch die Füße massieren? Richtig, ich wollte die Folge noch geguckt haben. Stimmt. Hast du noch da gar nicht, noch ne? reingeguckt haben. Nee, ich glaube, von der Warte der Zuschauer aus gesehen, kommt die auch erst am nächsten Mal. Also am Mittwoch. Das kann Donnerstag, sein, ja, wenn Donnerstag. Das unsere letzte war, da oben ist die Hornisse. Ich meine, wäre die vorletzte gewesen. Das heißt, eigentlich müsste die Folge am Donnerstag gekommen sein. Ah ja, okay. Also in deinem Fall jetzt. Verschiedene Pflanzen haben. Am Donnerstag kommen, ja. Von den Zuschauern her, am Donnerstag gekommen sein. Gott, ist das kompliziert. Ja, wir nehmen das im Voraus auf. Ja. Oh, warum ich deinen Tisch noch umgestellt habe? Der stand nämlich erst ganz vorm Fenster. Warte, du brauchst doch Licht, wenn du willst. Ach, wie schön. Ja, das ist gut. Schade, dass man sich nicht auf diesen Stuhl setzen kann. Kann man sich denn auf die selbstgeklüppelten, auf die Küchenstühle kann man sich auch doch nicht setzen, oder nicht? Nein. Auf gar keinen Stuhl? Du kannst dich doch nicht setzen. Du kannst dich doch nur hinknien. Ich dachte, das hätten sie wirklich im Laufe der Jahre mal gemacht. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich dachte, es gibt einen Stuhl, auf den man sich setzen kann. Mir war so. Okay, gut. Dann war es vielleicht doch Sapna. Wäre natürlich schön, weil ich möchte in die Küche noch eine kleine Essecke bauen. Yep. In die Küche? Wo ist denn die Küche? Auf der anderen Seite. Ich komme. Weil hier möchte ich noch ein bisschen Wohnzimmer ausbreiten. Das ist auch schön. Ich habe ja die Erlaubnis, dekadent zu bauen. Darfst wir du? Haben ja den Platz. Stellt ihr euch mal an das Küchenfenster, da hier. Wieder was von wo denn? Wieder? Nee, andersrum. Wo denn? Guck mal, siehst du mich? Ach so, ja, ich sehe dich. Was meine Hallo. Verdammt lange Durchreiche, was? Muss ich sagen. Immer, da spannen wir einfach ein Seil zwischen. Mhm. Dann kommt da so ein Gelenkding dran mit so einem Radl. Und eine Klingel. Und dann wird das einmal durchgefahren. Und so eine Klingel, so eine kleine Strippe mit einer Klingel und dann mache ich mal Ting, 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 wenn ich drüben an meinem Buchschreibtischkerzen-Dings sitze. Ja, ja, und dann läuft das so ähnlich wie auf den Tresen. Das wird einmal angeschubst, damit es da hinten auch ankommt. Und dann kann man eventuell. Wenn das hier ein Fließband wäre, dann würde man das Bier einfach hier hinstellen, dann würde das so. Ja. Das würde mir aber zu lange dauern. Ja gut, und bis dahin ist es. Du musst halt rechtzeitig losgeschickt werden. Eben, oder du musst halt die Zapfanlage gleich dabei machen, weil ein gutes deutsches Bier dauert ja bekanntlich 7 Minuten. Das heißt, es könnte hinkommen. Ja, das ist es dann fertig, wenn es da hinten ist. Wäre möglich, ja. 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 Mit schöner Schaumkrone. Genau. Ach, guck mal. Wow. Jetzt haben wir hier schon mal einen Gefrierschrank, das ist schon mal schön. Kühlschrank fehlt noch. Wenn mir das nächste Mal jemand hinkreist und da 7 Minuten einschenkt, ja, der kommt noch. Der kommt auf diese Ecke, wo jetzt hier die Pflanze steht. Ist die Zeit mehr so 7 Sekunden. Ja, und hier machen wir einfach, hier spannen wir einfach ein Seil zwischen und dann sorgen wir dafür, dass wir es auf beiden Seiten halt höher und tiefer hängen können. Und dann wird es halt einmal rübergerollt, fertig. Wieso bin ich nass jetzt? Ich gehe, das will ich nicht wissen. Du hast dich vor Freude nass gemacht. Ich gehe, das will ich nicht wissen. Hör mal, Waschmaschine haben wir noch nicht, ne? Musst du dich doch nicht freuen. Weißt du? Es ist jetzt von 2% auf 3% gestiegen, ist 4. Es muss noch tropfen. Ich gehe mal weiter. Ja, Mann, du bist damit angefangen. Geh du mal, spiel du mal WoW. Ich sag einfach mal Tschüss. Genau, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Muss ich frisch machen. Ja. Okay. Tschüss. Ciao.